Automatisierte Urinsedimentanalyse mit dem Urilyzer Cell. Für eine vollumfängliche Urinanalyse kann der Urilyzer Cell an den Urilyzer 100 Pro oder Urilyzer 500 Pro angebunden werden. In diesem Tutorial-Video zeigen wir den empfohlenen Ablauf. Beide Geräte werden über ein serielles Kabel über die entsprechenden Schnittstellen verbunden. An dem Teststreifenanalysegerät wird in den Ausgabeeinstellungen der Ausgabetyp LIS2 sowie die gewünschte Baudrate ausgewählt und gespeichert. Zur vereinfachten Anwendung wird der Autotransfer empfohlen. Beim Urilyzer Cell wird unter den Einstellungen für den chemischen Analyzer die serielle Anbindung und dieselbe Baudrate ausgewählt. Wenn alle Einstellungen getätigt wurden, kann die Verbindung aktiviert werden. Optional kann die maximale Zeit zwischen der Streifenmessung und der Sedimentmessung gemäß den Anforderungen des Arbeitsalltags angepasst werden. Datum und Uhrzeit müssen auf beiden Geräten übereinstimmen, damit die Ergebnisse zugeordnet werden können. Es erfolgt immer zuerst die Teststreifenmessung und anschließend die Sedimentbestimmung. Die eingegebene Proben-ID muss auf beiden Geräten übereinstimmen, ansonsten kann die Zuordnung nicht erfolgen. Das kombinierte Ergebnis der Messungen erscheint als neue Zeile in der Datenbank und ist auf einen Blick ersichtlich.